okay. Was? Ist okay, ich bin's. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Töte ihn, Mami. Das hättest du nicht tun dürfen. Das mag verdammt Bill. Er will nicht mein Daddy sein. Dann soll er sterben. Jetzt ist Mami dran, dich zu töten. Was? Aber wieso? Hä? Ich schnall's noch nicht. Ich lass mal meine Dings aus dem Spiel. Ja, wie gesagt, zeitlich bin ich gerade nicht im Bilde. Wann das spielt jetzt? Spielt das jetzt nach den ganzen Ereignissen oder? Ich bin ein wenig verwirrt. Mega verwirrt. Hier gibt es keinen Speicherpunkt mehr. Schade. Bevor ich jetzt da oben hochgehe, ich gehe jetzt erstmal hier gucken. What the fuck? Die Zeitung liegt immer noch hier. Wie man auch von der Demo her halt immer noch auf diese Schubladen und so guckt und alles. Hör auf damit! Geh weg! Lass mich! Kühlschrank und so kann ich nicht öffnen. Schade. Okay, dann gehe ich doch erst nach oben. Ciao! Aber was ist dann oben, wenn sie unten ist? Hilfe! Mia war ja oben, ne? Die haben wir erledigt, ne? Oh Gott. Ethan, hilf mir! Ja, ich bin hier. Mia? 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 Es ist auf jeden Fall Tag draußen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ach, habe ich mir erschrocken. Das ist nur eine Lampe. Alter, ich habe gedacht, hier wäre ein Kopf. Oh Gott, ich hab so Schiss, dass gleich hier was passiert. Aber, hä? Der Stuhl hängt auch nicht oben. Wer hat den Stuhl weggeräumt? Ja, und jetzt? Oh Gott. Jetzt passiert gleich was. Ernsthaft? Alter, hör auf damit. Die ist doch gar nicht echt. Die ist doch gar nicht echt. Die kann uns doch gar nichts tun eigentlich, oder? Ich muss hier weg, ich bin so fertig. Ja. Nein, ich will da nicht lang gehen. Du standst so gerade erst an der Tür. Oh Gott, Freunde, ich werde heute nicht alt. Oh Gott. Hallo. Einer von uns werden. Und dann spielst du vielleicht mit uns. Ich spiele nicht. Nein! Schaff das weg von mir! Alter! Uah. Was ist denn? Eingedämmt. Sie muss eingedämmt werden. What the fuck? Was ist das denn? What the fuck, Alter? Was geht hier ab? Alter, übergroßes Mindfucking hier. Ich komme hier gar nicht raus. Ach so, warte mal, wenn die Puppe hier ist, müssen wir jetzt wieder in den Keller oder was?
Dann mach denen einfach die Tür zu. Lass das. Ich hab so Schiss, dass gleich was passiert. Aber die Musik ist so... so Ending-mäßig. Na du? Aber wo müssen wir denn jetzt hin? Müssen wir jetzt wieder in den Keller oder was? Ich will dir nicht wehtun. Was? Oh, was? Sie lebt? Was? What the fuck? What the fuck? Alter, geh weg! Mach mich! Hallo, dreh dich rum! Ich hab doch Blutspritzen sehen! Das war doch... Alter, ich bin schon so durch. Ich bin schon so durch. Ich muss aufhören, das zu spielen. Was passiert hier gerade? Hier kommen wir nicht rein. Sieht aus, als ob die Bude gleich einstürzt. Boah, hier würde ich gerne mal reingehen, aber da sind wir nie reingekommen. Kann das sein, dass das die Oma Evelyn ist? Hör auf! Die schwebt. Ich schwöre, die schwebt über den Boden. Hallo. Ich bin nicht da. Ich gehe einfach hier weiter. Verdammt. Fuck. Okay. Finaler Kampf wahrscheinlich, oder? What the fuck? Alter, aua! Hör auf damit! What the fuck? Komm her, Evelyn! Komm her! Yeah, ich hätte dich vernichtet! What the fuck? Nein. Was? Die Oma! Das ist die Oma! Ich hab's immer gewusst! Es ist die Oma! Wo muss ich drauf schießen? Egal wohin! Ich schieß auf die Augen! Ich hab keine Muni. Oma, lass das! Oma, lass das! Wo muss ich... Was? Objekte verwalten. Okay, warte mal. Ich verwalte mal eben meine Objekte. Ich will meine Objekte mal eben verwalten. Evelyn. Vor Evelyn können Sie nicht fliehen. Greifen Sie wiederholt an und versuchen Sie, ihr aus dem Weg zu gehen. Ja, wie denn?
Bombe mit Fernzünder, ja. Blocken, ja. Okay, ein Bissen und dann sind wir weg. Das ist schon mal gut zu wissen. Schau mal, was haben wir denn hier noch alles drin? Munition, Spaltmittel, Axt. Wir haben nichts, ne? Brenner haben wir höchstens noch. Pistolenmunition, ja. Pistolenmunition. Bombe mit Fernzünder haben wir 7 Stück. Alter Schwede. Das heißt, wir haben 9 Stück. Messer. Starke Arzneimittel. Okay, ich würde mal sagen, ich packe mal eben das Messer, brauchen wir eh nicht mehr. Granatwerfer können wir rauspacken. Flintenmunition haben wir auch nicht. Können wir auch rauspacken. Das heißt, wir müssen das mit dem Sturmgewehr und dem Brenner mal probieren. Oh Gott. Ich hoffe, ich kann nachladen. Ich habe immer gesagt, es ist die Oma. Ich habe es immer gesagt, von Anfang an. Die Oma. Oma. Toupet? Tim Toupet. So, ich würde gerne mal eben schnell meine Pistole nachladen. Das wäre ganz nett. Hallo, Freunde. Pistole nachladen. Nein, hör auf damit, Alter! Boah, hör auf damit! What the fuck? Hier ist eine Bombe! Du bist mein kleiner Junge! Alter, aua, hör auf damit! Lass das! Ja, du Sau! Ich seh nix! Was soll ich denn machen? Aua! Ich kann mich... Uah, was? Oh, nein, bitte nicht, Oma! Ich wollte nur eine Familie! Ich hab dich immer geliebt, Oma! Oma, ich hab dich immer geliebt! Ich schaffe es. Ja. Schluss mit den Spielchen. Hasta la vista, Baby. Ups, die Bombe piepst immer noch.
Ich hab's geschafft! Entschuldigung. Ich bin Redfield. Hallo. Gut, dass wir sie gefunden haben. Warum hat das so lange gedauert? Ethan? Mia. Du hast es geschafft. Ich bin froh. Hab ich? Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Letzte Nacht hat sich eine geschlossen. Und diese Nacht war lang. Aber nicht nur für mich. Nicht nur Mia und ich sind Opfer. Sondern auch die Bakers. Es war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat. Aber jetzt ist Evelyn tot. Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen. Ich hatte gerade Mias Verlust akzeptiert. Doch sie ist zurück und will von vorn anfangen. Das alles hinter uns bringen. Vielleicht öffnet sich so die nächste Tür. Freunde, wir sind durch. Mit Resident Evil. Oh, wie cool. Das ist ja mal mega. Was ein geiles Ende. Okay, von dem Kampf habe ich ein bisschen mehr Schiss gehabt, als wie eigentlich er war. Er war harmlos. Aber wie cool. Die Credits sind ja geil gemacht. Took my soul. Das war übrigens das, was die Oma immer gesungen hat. Und ich hab's immer gesagt, ich hab's immer gesagt, ich hab immer gesagt, die Oma ist es. Immer. Aber was ein geiles Spiel. Also bitte mehr davon. Bitte nochmal in VR. Resident Evil 8 dann bitte in VR. Alter, mega. Mega. Mega, mega, mega. Ein grandioses Spiel. Mist, dass kein Silent Hills mehr kommt. Finde ich schade eigentlich. Weil das wäre, glaube ich, auch noch so ein Knaller geworden. Wenn das noch in VR gekommen wäre. Oh Gott. Eieieiei. Hier ist dein Daddy. Ja, Freunde, Wahnsinn. Geil. So, ich nehme mal die Brille ab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte mal eben. Oh. Hallo. Da bin ich wieder. Oh Gott. So. Was soll ich sagen? Was? War das alles? Das ist doch ein Witz, oder? Enttäuschend.
Naja, ich find's nicht. Ich find's ganz cool. Ich muss sagen, ich fand's echt geil. Also mir hat's echt Spaß gemacht. Also gut, vom Kampf her war es vielleicht ein bisschen enttäuschend, weil ich hätte jetzt so einen mega krassen Kampf erwartet. Boah, ja, bluh. Aber so also vom Dings her war das schon echt cool. Also, boah, wie ich wieder aussehe. Voll zerstört. Vom Dings war das schon echt geil. Also vom generellen Spiel war das, ist das schon echt cool. Aber was ist denn... Eine Frage bleibt eigentlich noch offen. Eine Frage ist die, die noch offen bleibt, die ich gerne noch beantwortet hätte, möchte, haben wollen, wie auch immer. Finaler Kampf war enttäuschend. Ja, sag ich ja. Finaler Kampf war so ein bisschen enttäuschend. War so salopp, aber ansonsten war das ganz okay. Das Spiel war echt grandios. Es war top, vor allem in VR. Ihr müsst euch das in VR antun. Falls ihr keine VR-Brille habt, leiht euch eine oder kauft sie euch und spielt das in VR. Es ist ein ganz anderes Spielerlebnis. Ich kann es euch nur empfehlen. Was ist... Ja, genau, Flasche Fango. Was ist mit Lukas? Wo ist Lukas? Wo ist der? Was ist mit dem passiert? Wo ist der? Deswegen, ich schnall's nicht. Was ist mit Lukas? Weil nachdem wir dem ja entkommen sind, ist er ja verschwunden. Nachdem wir quasi den großen Kampf mit dem Vater nochmal hatten, also mit Jack, ist er ja verschwunden. Aus seinem Safe-Raum da. Wo ist der? Das frage ich mich gerade. Who the fuck is Lukas? Kann man das einer vielleicht beantworten irgendwie? Gibt's da vielleicht irgendwie schon eine Auflösung oder so? Aber sonst so ein richtig geiles Horrorspiel. Also für VR top. Aber es kommt nicht an, muss ich ganz ehrlich gestehen, auch wenn das nicht so lang geht, das Spiel, aber es kommt nicht an Hear Thy Lie ran. Was die Schreckmomente angeht. Also es gibt Schreckmomente in Resident Evil, ne, die gibt es. Aber es kommt nicht an Hear Thy Lie ran. Und apropos Hear Thy Lie kommt als Normalo-Version jetzt auch demnächst. Ne, also für die Leute, die keine VR haben, aber würden gerne Hear Thy Lie als normales Horrorspiel spielen, es kommt bald. Als Normalo, also nicht als VR-Version. Und es kommt nicht da dran. Auch wenn es nur ein Indie-Titel war, aber der hat es noch in sich gehabt. Also der hat es noch mehr in sich gehabt, wie das Spiel hier. Und... So, jetzt nochmal von Anfang mit allen Secrets und Waffen. Ja, natürlich. Wir spielen jetzt gleich nicht Resident Evil. Resident Evil packe ich jetzt erstmal auf die Warteliste, ja? Wir haben jetzt Resident Evil erstmal durch. Da können wir ja mal so ein bisschen drüber bei uns unterhalten, was jetzt als nächstes ansteht. Wir haben jetzt Resident Evil erstmal durch, ja? Das kommt jetzt auf den Channel dann auch demnächst, auf YouTube. Werde ich dann heute dann noch eben alles schneiden, runterladen, tralala, rendern und dann uploaden. Dann haben wir das durch. Ich werde ja Resident Evil, habe ich ja gesagt, nochmal spielen in diesem verrückten Modus. Aber Resident Evil packe ich jetzt erstmal weit nach hinten, weil das ist erstmal eine abgeschlossene Sache. Ich werde es dann anfangen, wenn ich alles vergessen habe. Dann werde ich versuchen, da durchzurennen. Denn es stehen noch wichtigere Sachen an. Ich muss noch Amnesia, Machine of Pigs muss ich noch durchspielen. Das werden wir heute anfangen. Wir werden heute weitermachen da gleich. Wir müssen Bioshock noch spielen, habe ich noch vor, mit euch zusammen zu spielen. Wahrscheinlich nicht heute, aber nächstes Wochenende, dass wir damit anfangen. Und jetzt steht da schon, am Mittwoch kommt ja schon Horizon Zero Dawn. Und oh Gott, das ist so. Vielleicht werde ich Horizon Zero Dawn aber auch privat nur spielen. Ich weiß es noch nicht, ich muss mal gucken. Ich bin da noch so ein bisschen, ja, ich weiß noch nicht, zwiegespalten. Ob ich das im Stream spiele oder... Weil ich will gerne vielleicht nochmal so ein Spiel so für privat für mich auch noch haben. Na? Ich weiß nicht, ihr könnt ja gerne mal schreiben, was ihr davon haltet, was ich mit Horizon Zero Dawn machen soll. Weil ich glaube, für ein Let's Play wäre das, glaube ich, zu viel, oder? Ich glaube, fürs Let's Play wäre es, glaube ich, für mich zu viel. Weil, wie gesagt, ich bin ja auch nicht so der en masse an Zeit hat. Ich habe ja noch nebenbei noch einen Job. Ich arbeite ja noch nebenbei. Trink mal kurz einen Schluck. Genau wie zum Beispiel so ein Mammutprojekt wie, ich sag mal... Assassin's Creed, GTA oder so. Das sind so Sachen, da habe ich gar nicht mehr die Zeit für. Ich weiß auch gar nicht, wann ich dann aufnehmen soll. Weil Horizon Zero Dawn ist auch zum Beispiel ein Open-World-Spiel, hat Crafting. Ich war erst am Überlegen, Deus Ex Mankind Divided zu machen, aber das ist auch so umfangreich. Ich habe einfach die Zeit, ne, einfach nicht, ne. Und ich konzentriere mich, glaube ich, eher so auf die kleineren Spiele, wie zum Beispiel hier so ein Resident Evil. Das kann man mal im Stream gut spielen, auch als Let's Play dann. Oder halt so Indie-Spiele darauf. Ich glaube, das werde ich auch so machen, dass ich halt so ein paar kleinere Titel dann vielleicht mal ein einziges großes dann mal, wie zum Beispiel Homefront habe ich ja gespielt und Bioshock. Das sind so Sachen, die kann man mal spielen. Aber jetzt so ein Open-World-Dingen, boah, da habe ich einfach die Zeit einfach nicht dafür. Das ist so...
Vielleicht, wenn ich Urlaub habe, dann kann man sowas mal machen. Dann kann man sich morgens da mal dran setzen, mal so, keine Ahnung, 20, 30 Folgen durchziehen und dann kann man da mal schauen, ne? Hast ja sonst schon viel. Ja, aber ich habe schon etliche Spiele durchgespielt. Ich habe ja Mafia 3 habe ich ja endlich durch, Dishonored 2 habe ich durch, Mafia bin ich auch schon fast gut bei der Hälfte, würde ich sogar schon behaupten. Haben wir ja gestern gespielt ein bisschen. Aber zum Beispiel Watch Dogs 2 ist auch so ein Titel, das ist auch so ein Mammutprojekt. Na, das ist so... Ja, das ist auch so verdammt, verdammt viel. So, ich, warte mal, werd mal eben... Die Musik ein bisschen leiser drehen, ist mir gerade ein bisschen laut. Hallo! Warte mal. Ja, ich mach ein bisschen runter. Ah, das ist schon viel besser. Das ist schon viel besser. Warte mal, kann ich jetzt hier Spielton... Schwupps. So. Ich glaube, so ist besser, ne? Es ist wenigstens... Ist, glaube ich, für euch auch nicht so laut, ne? Ist ein bisschen leiser dann, ne? Jetzt kommt die harte Rockmusik hier wieder. Yeah! Survival! Nee, aber das sind so Sachen, zum Beispiel Deus Ex. Ich glaube, ich werde Deus Ex, glaube ich, niemals nicht durchspielen. Weil einfach, ich weiß nicht, wann ich spielen soll. Das ist das Problem. Final Fantasy will ich auch unbedingt spielen. Ich weiß nicht, ich muss mal aufhören, neue Spiele zu kaufen. Ich glaube, das mache ich auch. Weil das Problem sehe ich immer bei den Publishern. Die hauen so viele Spiele immer so schnell raus und du kommst gar nicht mehr hinterher. Also ich schieb die Schuld auf den Publisher. Ist so. Weil dann siehst du die neuen Spiele bei anderen auf deiner Freundesliste oder sonst irgendwo und dann denkst du so, boah, ja, komm, ich will's auch haben. Ne, anstatt man einfach sich erstmal selber so sagt, weißt du was, komm, ich spiele jetzt erstmal, ich sag mal, keine Ahnung, ich kaufe mir jetzt zum Beispiel Horizon Zero Dawn, spiel das erstmal, spiel's durch. In der Zeit, wo es durchspielt, sind ja 2 Monate wahrscheinlich vergangen, locker. Also wenn ich richtig intensiv damit befasst und so und nur nach der Arbeit halt so 2 Stunden immer mal spielst oder 3 Stunden, dann brauchst du da locker 2 Monate mit, vermute ich mal. Und in der Zeit sind so viele Spiele schon erschienen, dass du wirklich so diese Finger ruhig hältst und sagst, ich kauf's nicht, weil in dem Zeitraum sind die Spiele auch dann schon wieder günstiger geworden. Na? Das ist ja das, ne? Aber man will es ja immer haben. Man will immer die neuesten Spiele haben und tralala. Und ich finde es immer so ein bisschen schade, dass, dass die Publisher da so, ja, so ein Fehlefanz machen, dass die so schnell raushauen. Früher war das auch nicht gewesen. Früher kam ein Spiel raus. Ich kann mich noch an die, ja, Super Nintendo-Zeiten oder N64-Zeiten erinnern oder Gamecube-Zeiten oder PC-Zeiten. Da hast du ein Spiel gekauft. Dann kam erstmal Monat bis anderthalb, erstmal lange Zeit gar nichts. Ja? Oder man hat es vielleicht nicht so gesehen wie früher. Früher hat man ja gespielt, dann hast du gesuchtet. Heute ist das Angebot so ausgereift. Es ist so ein Überangebot an Spielen. Es ist so traurig eigentlich. Weil man weiß gar nicht, wohin man greifen soll. Ne? Und dann kommt ja noch dazu, die Spiele sind manchmal ja noch nicht mal richtig fertig, sind ja kaputt, dann müssen sie noch patchen und dann ist da noch ein Bug drin und dran. Hat früher nicht gegeben. Früher war ein Spiel fertig und bumm und bam. Ne? Und klar, ein Spiel auch mal Fehler gehabt früher, möchte ich nicht abschreien, aber heutzutage, wenn du einige Spiele siehst, guck dir Mafia an. Ist ein großartiges Spiel von der Story her, großartig. Aber spielerisch, reine Katastrophe. Gibt ja genug Videos mit Bugs, so könnt ihr euch mal angucken. Aber, ich kaufe nur, wenn es mich richtig überzeugt hat. Ja, gut, was heißt richtig überzeugt? Ich habe zum Beispiel von Horizon Zero Dawn, habe ich hohe Erwartungen. Ich habe nicht einen Trailer von gesehen, außer damals vor 2, 3 Jahren auf der Gamescom, wo ich war, wo sie es live gespielt haben. Aber seitdem habe ich nie wieder... Alles Mögliche bin ich aus dem Weg gegangen. Jede Werbung auf YouTube bin ich aus dem Weg gegangen. Habe dann weggeguckt, habe dann weitergeklickt, dann die Werbung oder bildermäßig habe ich sofort hochgescrollt oder so. Ich will davon nichts sehen und nichts hören und... Ach, guck mal, da sind nochmal die Bakers. Und, ja, und ich hoffe... Was war das denn? Schwierigkeitsgrad normal. Spielzeit 12 Stunden 34 Minuten. Das muss man sich mal überlegen in VR. Und das ist schon ordentlich. Also für VR ist das schon ordentlich. 12 Stunden. Ne? Neuversuche 12 Stück. Mr. Everywhere's zerstört 13 von 20. Das sind diese Wackelköpfe, glaube ich. Antike Münzen 14 von 18. Akten gelesen 32 von 32. Wir haben alle Akten gelesen. Boah, cool. Inventarbox geöffnet 60, Arzneikräuter verwendet 39, Stabilisierer verwendet 1, Steroide verwendet 4. Neue Boni freigeschaltet, Schwierigkeitsgrad, Irrenhaus, Waffen Albert 01R. Obiges wurde der Inventarbox im Hauptspiel hinzugefügt. Objekt ist Geheimnis der Verteidigung.
Die Geheimnisse der Verteidigung? Objekt? Zusätzlicher kostenloser Inhalt. Not a Hero. Frühling 2017. Kostenloser Inhalt. Ah. Ich glaube, der ist sogar schon draußen, ne? Sollte der nicht schon draußen sein? Not a Hero? Der kostenlose Inhalt? Ich weiß es gar nicht. Incoming Lehrgut, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show. Hallöchen. Ja, wir haben's. Wir haben's geschafft. Für YouTube möchte ich mich erstmal recht herzlich verabschieden von euch. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in einem weiteren Video wieder. Bleibt mir treu und würde dann mal sagen, bis demnächst. Ciao mit V.